Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play We Love Katamari. Seid ihr bereit für den größten Katamari, den ihr jemals in eurem Leben gesehen habt? Höchstwahrscheinlich übertreibe ich gerade maßlos, aber er ist auf jeden Fall ziemlich groß. Bigger, bigger, bigger. Bigger is better, Burger King. Wir gucken mal, ob das Ganze Spaß macht. So, hier ist der Vogel. Toller Name, einfallsreich, wunderschön. So, er hat das ganz schön lange gespielt, bla bla bla. So, er möchte auf jeden Fall was ganz Großes haben oder so, keine Ahnung. Es ist alles, es geht immer ums Herz, ne? Es ist immer eine Herzenssache und so, bla bla bla. Bla 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 bla. Die reden alle so kryptischen, pseudo-intelligenten Blödsinn, das nicht mal pseudo-intelligent ist. Das hat gar nicht den Anspruch, intelligent zu sein. Ich glaube, irgendein Japaner. Kennt ihr die eine Folge mit South Park, wie sich die Family Guy-Folgen zusammensetzen, dass irgendwelche, was war das nochmal? Irgendwelches Getier, irgendwelche Bälle von einer Aquariumhälfte in die nächste schiebt und dann setzen sich irgendwelche Satzbausteine zusammen und dann hat man eine Family Guy-Episode. So wurden auch die Dialoge in diesem Spiel geschrieben von irgendwelchen Tieren, die zufällig irgendwas zusammengesetzt haben. So, jetzt müssen wir, so, dann wollen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen. Anyway. 17 Minuten, na gut, es waren doch nicht über 20 Minuten, aber 500 Meter soll der groß werden. 500 Meter, stell dir das mal vor. Come on, everybody, Mann, das ist ganz schön groß. Und das ist so mein Lieblingslevel, das habe ich auch gerne mal so privat gespielt, einfach mal um zu gucken, wie weit komme ich denn. Was heißt, ich habe das privat gespielt, also das ist das Level, nochmal von vorne bitte. Das ist das Level, was ich so am meisten auch gespielt habe, sage ich mal so. Auch so einfach mal just for fun habe ich mal wieder Katamari eingelegt und habe mal 17 Minuten ein bisschen was rumgerollt. Einfach mal zur Entspannung, warum auch nicht, ich meine... Dabei kann man sich entspannen. Abschalten, vor allem das Gehirn und dann geht das schon. Andere können gut bei Solitär abschalten, andere wiederum beim Puzzeln. Ab und zu ist das auch mal ganz gut abzuschalten. Ne? Ihr kennt das ja wahrscheinlich auch. Ne? Ihr habt bestimmt auch Mechanismen, um abzuschalten. Dann macht ihr irgendwas, um einfach an nichts denken zu müssen. Einfach runterkommen, entspannen. Und das ist auch wichtig, dass wir uns entspannen können, weil sonst können wir in unserer hektischen, stressigen Welt nicht zurechtkommen. Ja, ja. So, wir sammeln auf jeden Fall ganz viel Scheiß ein. So viel Scheiß habt ihr noch nie gesehen auf einem Stück, auf einmal. Ich werde weggestoßen. Sacre bleu. Yay. Größer. Größer. Ich werde größer als alles bisher Dagewesene. Ich werde so groß werden, dass man mich für Godzilla hält. Godzilla. Ach, ich liebe die Godzilla-Filme. Übrigens, der letzte, ich glaube, der letzte richtig gute, den ich gesehen habe. Ich weiß auch gar nicht, ob es aktuell wieder neuere gibt. Aber ich glaube, das war auch einer der neuesten. Der ist auch schon, glaube ich, jetzt ein paar Jahre wieder her, ne? Final Wars. Godzilla Final Wars. Habe ich sogar in der Special Edition. Und das ist echt gut. Das macht Spaß, sorry, oi. Da muss man halt so einen kleinen Spleen für haben, ne? Das ist wie Wrestling. Wrestling ist ja auch irgendwie totaler Klamauk eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, ne? Weil Wrestling, das ist ja nicht echt, bla bla bla. Und einige Leute stören sich halt daran, dass das ja alles geschauspielerte Kacke ist. Ich meine, warum guckt ihr Filme? Seht das einfach als guten Film, wo eine Rolle gespielt wird. Wo im Grunde genommen alle Ereignisse schon im Vorfeld feststehen, wer gewinnt und sowieso. Aber teilweise ist das schön Choreo... Ach, egal, ihr wisst, was ich meine. Deadlift die Soßen, so, wisst ihr Bescheid. Choreografie, genau, wisst ihr Bescheid. Das macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß und dementsprechend gucke ich das ab und zu mal ganz gerne. Wobei aktuell, höre ich von vielen Wrestling-Fans, ist das ja nicht mehr so lustig wie damals. Kann ich nicht so doll beurteilen. Ich habe es zwar früher auch mal geguckt, aber... Naja. Was ich früher gern geguckt habe, ist mit diesen komischen Knetfiguren. Da haben sich irgendwelche Promis haben sich dann auf die Mütze gegeben und die waren irgendwie so Knetfiguren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Celebrity Deathmatch oder so? Ist das so? Ich weiß das nicht mehr, es ist so lange her alles. Da war ich sogar extra mal lange für wach geblieben. Das lief nämlich relativ spät, glaube ich, auf MTV oder Viva. Na gut, wir haben auf jeden Fall ein neues Areal, ist ja ganz klar. Und sammeln allen möglichen Scheiß ein. Yay! Yay! Oh, ein Sumo-Ringer, den nehmen wir mit. Den ganzen, wir nehmen das ganze Gitter hier mit, warum auch nicht. Oh, ein fliegender Teppich, habt ihr das gesehen? Baumstümpfe, klar, Baumstümpfe in den Straßen, ihr kennt es ja auch. Mann, Mann. Wie oft habe ich das Problem, wenn ich mit dem Bus fahre, dass überall Baumstümpfe im Weg sind und ich kann dann nicht weiterfahren. Oh. Ich habe übrigens gar keine Busgeschichte mehr auf Lager. Also der übliche Wahnsinn. Immer komische Leute halt im Bus. Ne? Was ich ganz schlimm finde, dass auf meiner Strecke oftmals auch frühmorgens schon welche drin sind, die sich ein Bier reinpfeifen. Ne? Und die stinken dann auch dementsprechend. Also ganz ehrlich, ne? Wer sich frühmorgens um, weiß ich nicht, 7,
schon das erste Bier aufmacht, der macht was falsch im Leben. Der macht definitiv was falsch im Leben. Und ich glaube auch nicht, dass das normal ist. Und ich glaube auch nicht, dass diese Menschen ein normales Leben führen. Also irgendwas ist da ganz gewaltig schiefgelaufen im Leben. Finde ich auch ein bisschen traurig. Aber was willst du machen? Ich selber bin ja niemand, der exzessiv Alkohol trinkt. Und das ist jetzt nicht nur so eine Phrase. Ich trinke vielleicht echt einmal im Monat was oder so. Zweimal im Monat maximal. Dann war es das auch schon. Muss ja auch nicht sein, ne? Aber ist halt eine gesellschaftsfähige Droge, der Alkohol. Obwohl sehr viele Menschen daran krepieren. Wortwörtlich krepieren. Das ist ja meistens eine Sache von mehreren Jahren, die sich so eine Alkoholsucht... Und viele kommen da gar nicht raus aus dieser Sucht, wenn sie sich keine Hilfe suchen, es vielleicht nicht einsehen wollen. Das ist alles ein schwieriges Thema. Und wir haben ein Fossil eingesammelt, das direkt auf einem Parkplatz ist. Warum auch nicht? Wurde noch nicht geborgen. Ist das nicht schön? Zelte nehmen wir auch mit. Hubschrauber, natürlich. Nehmen wir auch mit. Tankstellen nehmen wir auch mit. Dann machen wir unsere eigenen Preise. Die Benzinpreise sind sowieso zu hoch. Da machen wir was gegen. Machen wir Sumo-Ringer. Was ist das denn hier? Ey, geil. Ich habe irgendwas mitgenommen, was cool ist. Irgendwelche Trampoline oder so. Oh, jetzt bin ich schon richtig groß. Aber das, guck mal, ihr habt noch 13 Minuten. Stell dir das mal vor, was ich noch alles einsammeln kann und werde. Vor allem. Später kommen noch irgendwelche geilen Wahrzeichen und so. Das ist ein cooles Level einfach. Wo man auch coole Gegenstände sieht. So, jetzt komme ich ins nächste Areal. Das nervt so ein bisschen, diese Unterbrechungen, wo der König dann einen immer zu palabert. Das nervt mich tierisch. Hat er jetzt Besseres zu tun als König des Kosmos, anstatt mich die ganze Zeit zu bemuttern? So, da lang muss ich. Aber ich werde noch ganz kurz mal die Bäumchen hier mitnehmen. Ich bin ja so ein Baumschmuser. Außerdem sind das Kirschblüten. Kirschblüten haben eine sehr symbolische Bedeutung in Japan. Da habe ich letztens eine Reportage gesehen über Leute, die Kirschblüten bestimmt haben. Und was für Cracks das waren, ey. Da gibt es ja wohl irgendwie 1000 verschiedene Sorten von Kirschblüten. Das wusste ich natürlich auch nicht. Ich dachte, da gibt es eine Sorte und fertig. Nee, da gibt es ganz viele Sorten. Man mag es kaum für möglich halten. Und echt Leute, die bestimmen und dann weiß was ich, was die damit machen. Sich den ganzen Tag darüber austauschen können. Englische Busse, Doppeldeckerbusse. Ich war leider noch nie in England. Aber ich will das bald ändern. Weil man kommt nach England eigentlich relativ günstig. Also mal so fürs Wochenende oder auch mal ein bisschen länger kommt man relativ günstig. Das ist nicht so doll. Ja, hier haben wir Wahrzeichen. Ist das das Brandenburger Turm? Tor? Ich glaube, es war eher Frankreich. Der Arc de Triomphe oder so? Wie heißt das Ding nochmal? Ich glaube, es ist schon. Mein Französischbuch, da war das abgebildet. Ist ja ganz klar. Das Brandenburger Tor ist es nicht. Aber wir werden auch noch deutsche Wahrzeichen sehen. Da ist auf jeden Fall der Eiffelturm. Hier haben wir mehr Häuser und Pilze und einen Münchlitz. Ich weiß nicht, was das war. Und einen Bus. Und noch mehr Busse. Ganz viele Busse. Komm, Freddy, Bus bauen. Und Häuser natürlich. Häuser. Wir werden jetzt Immobilienmakler. Damit kann man wohl ordentlich Geld verdienen. Habe ich im Fernsehen gesehen. Dass man damit gut Geld verdienen kann. Mehr. Oh nein, nicht runterfallen. Silos? Klar. Flugzeuge, seht ihr das? Oh ja, jetzt können wir auch wieder so richtige Krachergebäude schon mitnehmen. Oh yeah, baby. Oh yeah, bigger is better. Wobei, es kommt ja nicht immer auf die Größe drauf an, ne? 20 Zentimeter, nie im Leben, kleiner Peter. Das ist auch so eins dieser typischen Party-Meilenlieder. Sowas wie 10 nackte Friseusen oder, ich kann die ganzen Lieder nicht aus dem Kopf. Oder hier, er hat das rote Pferd. Nee, war das irgendwie nicht so? Ich hab das schon lange nicht mehr gehört. Oder, ja, keine Ahnung. Das sind so typische Lieder. Wenn ich besoffen bin, findet man das gut. Aber wenn man nicht besoffen ist, ich kann mir keinen Typen vorstellen, der das privat hört. So, weiß ich nicht. So zur Entspannung, so nebenbei oder so. Das hörst du nur, wenn du Party machst. Und sonst erträgst du es auch nicht. Ich ertrage es kaum, wenn ich Party mache. So, oh, hier haben wir Angkor Wak, glaube ich, heißt dieses indische Wahrzeichen. Da haben wir das Taj Mahal. Ja, ich kenne mich aus. Hier haben wir die chinesische Mauer und ganz viele chinesische Gebäude und bunte Bäumchen. Schön, da haben wir einen Buddha, der sich dreht. Warum auch nicht? Ich meine, das ist halt hübsch. Heißluftballons, die Mauer kann ich wahrscheinlich noch nicht mitnehmen. Nein, die ist noch ein bisschen zu groß. Die ist noch ein bisschen zu groß. Haben wir hier? Aha. Haben wir Häuser.
Nehmen wir ein paar Mehrfamilienhäuser mit. Und es macht ja trotzdem nach wie vor keinen Sinn, dass ich irgendwann die Sonne aufheben kann, weil irgendwann kann die Erde eigentlich nichts mehr hergeben, außer ich bin immer in verschiedenen Erden unterwegs, auf verschiedenen Planeten. Glaubt ihr eigentlich an die Theorie, dass es verschiedene Dimensionen gibt? Dass quasi für jede Entscheidung, die ich treffe, eine neue Dimension quasi eröffnet wird. Wenn ich jetzt nach links gehe, gibt es eine neue Dimension. Wenn ich nach rechts gehe, gibt es eine neue Dimension. Und dann gibt es natürlich eine Dimension, wenn ich gar nichts mache. Und noch eine Dimension, wenn ich sage, ich möchte jetzt auf Toilette gehen, aber tue es nicht. Und eine Dimension dafür, dass ich jetzt dieses Spiel spiele. Eine dafür, dass ich dieses Spiel nicht spiele. Eine dafür, dass ich ein anderes Spiel spiele. Also unendlich viele quasi. Für jede Entscheidung, die ich treffen könnte in meinem Leben. Das ist eigentlich eine sehr komische Theorie, die ich jetzt auch sehr vereinfacht wiedergegeben habe, muss ich zugeben. Dementsprechend werdet ihr höchstwahrscheinlich gar nicht begriffen haben, worauf ich hinaus will. Ich bin halt kein Wissenschaftler. Ich bin so schlau wie ein Wissenschaftler, aber ich habe mir gedacht, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht in die Forschung gehen. Ich in die Forschung, genau. Ich will da hoch! Ja, jetzt vergeude ich aber kostbare Zeit. Das sah sehr, sehr nach oben, also als wenn ich da hochgehen könnte. Scheiße, ich vergeude gerade so viel Zeit, das glaubt ihr gar nicht. Na komm, spielen wir Godzilla und machen hier mal ein bisschen Rambazamba. Sehr gut. Es geht nochmal ordentlich was an Größe. Die chinesische Mauer wäre halt geil, ne? Kann ich die schon? Nein, immer noch nicht. Kann ich dieses komische chinesische Zeichen? Ja, Big Fire Kanji, was auch immer das ist. Weiß der Geier. Die Chinesen und die Japaner, die sind sich ja Spinnefeind, ne? Das ist aufgrund der Geschichte zu begründen. Da müssen wir ja theoretisch Spinnefeind mit den Franzosen sein. Das sind ja unsere Erbfeinde. Mit denen haben wir ja immer Krieg gehabt. Na komm jetzt hoch da. Oh, das ist so nervig gerade. Ich vergeude so viel kostbare Zeit, weil ich nirgendwo hochkomme. Geht doch. Warum nicht gleich so? Dafür werde ich jetzt alles hier mitnehmen. Ach guck mal hier. Wie nennt sich das eigentlich nochmal? Das sind auf jeden Fall die Präsidenten in Stein gemeißelt. Das ist mir durchaus bewusst. Ich bin nicht blöd. Oh, hier haben wir Hollywood. Hier werden Träume wahr. Ich will Schauspielerin werden. Ich will in Hollywood Karriere fassen. Warum will man eigentlich Schauspieler werden? Mir wurde mal damals attestiert, ich sei ein guter Schauspieler. Ich könnte doch Schauspieler werden. Aber eigentlich will ich gar kein Schauspieler werden. Wenn ich dann so wie der Winfried werde, sobald ich Bohnen gegessen habe. Oh, nee, dann bleibe ich lieber... Nee. Außerdem ist es, glaube ich, ziemlich schwierig, als Schauspieler auf Fuß zu fassen. Ich meine, es gibt so viele davon. Das ist wie Let's Player zu sein. Damit werde ich auch niemals massiv viel Geld verdienen, dass ich das hauptberuflich machen kann. Wobei, das wäre geil, ne? Wäre schon geil. Mit so einem Scheiß hier Geld zu verdienen, ich würde das geil finden. Ich meine, einfacher kann man sein Geld kaum verdienen, ne? Ja gut, da hängt natürlich auch ein bisschen Arbeit dahinter, ne? Bei den Großen, aber naja, wollen wir nicht übertreiben, oder? Oh, was ist das eigentlich für ein Typ? Den will ich mitnehmen. Das ist der Jumbo Man, klar. Der Jumbo Man, der Jumbo Schreiner aus Galileo. Der testet wieder das größte Schnitzel der Welt, das größte Sushi-Paket der Welt, das größte Berliner, den größten Berliner der Welt. Was weiß ich, der frisst halt gerne. Und es gibt Leute, die sich gerne den angucken, wie er denn Sachen isst. Kann ich nicht nachvollziehen, aber okay. Und immer mehr sammeln wir ein, es nimmt kein Ende. Boah, alter Falter, oder? Hui! Also wir sollten die 500 Meter schaffen. Ihr werdet euch wundern, wie schnell das nachher geht. Umso größer wir werden. Da werdet ihr euch echt wundern. Dinosaurier! Ich dachte, die sind ausgestorben. Jurassic Park, einer meiner Lieblingsfilme. Durchaus. Vor allem weiß ich bei diesem Spiel nie, was ich kommentieren soll. Lasst euch einfach mal ein bisschen mitreißen. Man muss ja auch nicht immer groß viel Worte verlieren. Blicken wir einfach auf diese absurden... auf dieses absurde Spiel, was mich gerade mit Grafikfehlern nervt. Aber ich finde, wir haben das eigentlich relativ fehlerfrei genießen können, dieses Spiel. Deswegen will ich mich nicht beschweren. Wegen so ein paar Glitches. Da wird der Kohl nicht fett von. So, jetzt können wir auch die chinesische Mauer mitnehmen. Und Felsblocken. Blocken. Felsblocken. Ich bin Chinese. Ich kann eher nicht ausbrechen. Deswegen heißt es ja auch Monkey D. Luffy. Und nicht Ruffy. Im Deutschen heißt ja... also in der deutschen Version von One Piece heißt er ja Ruffy. Und auch Zoro heißt irgendwie anders, aber das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Piratenschiffe. Warum auch nicht? Wie? Wo kann ich denn jetzt hin? Was will er jetzt von mir?
Oh, oh, ja, wir können endlich reden. Ich habe das echt vermisst, dass wir miteinander reden können. Ich freue mich immer, wenn du mich einfach unterbrichst in meinem Spielfluss. Ich kann mir kaum etwas Schöneres vorstellen, wenn du mich unterbrichst in meinem wunderschönen Spielfluss mit deinen herrlich bunten Regenbogenfarben, die mich überhaupt nicht nerven, die mich total... Oh, ich kann jetzt ganze Boot... Oh, guckt euch das mal an. Jetzt geht's los. Jetzt geht's erst richtig los. Jetzt kann ich ganze Bodenplatten mitnehmen. Oh, wie schnell ich wachse. Ich habe gleich 500 Meter schon erreicht. Und ich habe noch 5 Minuten Zeit. Also, Kenners, da seht ihr mal, wie schön das sein kann. Gigantisch. Man nennt mich auch Giganto, den gigantischen riesigen Ball. Ich rolle alles auf. Ich rolle alles auf. Irgendeiner muss diesen Job ja erledigen, ne? Was sind das für riesige Schildkröten gewesen? Ach, guck mal da. Oh mein Gott. Ihh. Das ist ja abgefuckt, das Spiel. Das ist so abgefuckt, psychisch kaputt. Wer sich das ausgedacht hat, ne? Der ist jetzt wahrscheinlich in der Klapse. Der muss dieses Spiel erstmal verarbeiten. So, ich hab's geschafft. I did it very well. Ich habe das Missionsziel schon erreicht. Und jetzt haben wir natürlich noch 4 Minuten Zeit, um nochmal schön Rambazamba zu machen. Ist das World Trade Center? Das ist gemein. Aber gut, als das Spiel rauskam, stand es vielleicht noch? Nee, eigentlich nicht. Vielleicht wussten die Japaner das nicht. Oder vielleicht ist denen das auch einfach scheißegal. Das war auch, glaube ich, gar nicht das World Trade Center. Ich habe das einfach mal so behauptet. Ein Öltanker. Warum auch nicht. So, ich muss jetzt mehr einsammeln. Gib mir Bodenplatten, genau. Die bringt ordentlich was. Guck mal, wie viele Meter ich jetzt schon habe. Boah. Wahnsinn. Also richtig riesige Gegner kann ich noch nicht mitnehmen. Gegner, sag ich schon. Als wenn das hier meine Gegner wären. Das sind doch alles meine Freunde. Ich will doch nur Spaß haben. Boah. Ganze Inseln nehme ich mit. Ganze Kontinente, ganze Planeten, ganze... warum kann ich mich gerade nicht mehr bewegen? Der hat eine Gießkanne in der Hand gehabt. Habt ihr das gesehen? Süß. Den nehme ich jetzt mit, weil der eine Gießkanne in der Hand hatte. Oh, hier haben wir die Antarktis. Die nehmen wir natürlich auch mit. Die ist aber ganz schön klein, die Antarktis. Naja, wer bin ich, dass ich das beurteilen könnte? Ich war noch nie auf der, in der Antarktis. Ist auch wahrscheinlich ziemlich kalt da. Oh, guck mal, da ist so ein Godzilla-Verschnitt. Nehmen wir mit. Ich glaube, man kann es sogar schaffen, dass man den König des Kosmos einsammeln kann. Aber da braucht man, glaube ich... Alter, der greift mich an mit seinem Regenbogenstrahl. Der kotzt Regenbogen im Strahl. Oh, eine Luftstadt. Skypia. Cool. Warum auch nicht? So viel. Warum weiß ich auch gar nicht mehr, wo ich hin soll, großartig. Das ist alles mittlerweile sehr unübersichtlich geworden. Und ich bewege mich sehr langsam und behäbig. Oh, Vulkane, geil. Vulkane sind cool. Ich würde ja gerne mal live einen Vulkanausbruch beobachten. Und die Menschen verbrennen am lebendigen Leib. Nein, natürlich nicht. Uiuiuiuiui. Wartet, das nehmen wir noch mit, die Eisschollen. Oh, jetzt können wir auch schon diese Eisberge mitnehmen. Jetzt haben wir gerade verhindert, dass die Titanic an einem Eisberg hängen bleibt. Wir sind so gute Menschen. Noch mehr Vulkane. Boah. Alter Verwalter, ey. Da ist echt... Da fällt mir auch nichts mehr zu ein gerade. Das finde ich halt richtig lustig, das Level. Das ist auch, glaube ich, das Level, wo man am meisten, also am längsten, sag ich mal, spielen kann. Es gibt leider keinen freien Modus. Nicht, dass ich wüsste. Dann habe ich ihn nie erreicht. Ich glaube, wenn man das Spiel 100% spielt, vielleicht kriegt man ja so einen freien Modus. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch einfach keinen. Ist aber cool, wenn man einfach mal so drauf los bauen könnte. Zum Beispiel in so einer Welt. Da könnte man einfach alles einsammeln. Uiuiui. Oh, die Musik hat sich verändert. Ich bin, glaube ich, jetzt so groß, dass ich jetzt schon fast zu groß bin. Kann ich dich jetzt mitnehmen da? Das wäre ja lustig. Kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Nee, der ist noch zu groß. Das kann man aber auch schaffen, meine ich. Ich meine, man kann das schaffen, wenn man sich ganz doll anstrengt und sich es ganz doll wünscht, dann schafft man das. So, das war's. Das war eine relativ anständige Runde, oder? Ja, das war eine anständige Runde.
Das war eine anständige Runde. So, mach mal hin hier. Ich habe nicht ewig Zeit. Die Aufnahme ist schon lang genug. Ah, ja, wir werden immer wir sein. Klar. Bleib immer du. Bleib immer ihr. Ihr seid die Besten. Es ist so groß. Es ist so groß. Oh, 2220 Meter und 12 Zentimeter. Die darf man nicht vergessen. Die darf man nicht vernachlässigen. Boah, es ist so groß. Es ist so groß. Das ist ja quasi ein eigener neuer Planet, den wir gerade erschaffen haben. Ah, jetzt fühlt er sich auch, jetzt weiß er auch, wie es ist, wenn man größer wird. Er wird ja leider nicht größer. Er wird immer so klein bleiben. Traurig, aber wahr. Und wir kriegen ihn, wir kriegen ihn, wir kriegen ihn. Na, das wird jetzt wahrscheinlich Erde Nummer 2 oder so. Nee, der wilde Big Bang. Der Big Bang, ja, damit hat alles begonnen. Alles Leben auf unserem Planeten Erde. Long live the Cosmos. Chapter 10. Ah. Ich gehe auf und ab. Ich überlege. Was überlege ich nur? Keine Ahnung. Ah! Er bekommt uns! Ah, süß. Die Musik ist doch aus Malcolm mittendrin. Ist das nicht so eine Art Remix von Malcolm mittendrin? Oder ich bilde mir das gerade ein. Ich weiß es nicht. Die freuen sich auf jeden Fall abgöttisch. Katamari Damacy ist geboren. Ja, cool. Diese Story ist einfach so episch. Die sollte man eigentlich verfilmen. Ich frag mal James Cameron oder so. So, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich werde nicht mehr allzu viel machen in diesem Spiel, glaube ich. Vielleicht noch so zwei Parts. So ein bisschen hier nochmal die Sorgen, Ängste, Nöte. Weil wir haben eigentlich fast alles gesehen. Ich sag mal so zwei, drei Parts mache ich noch. Und dann ist auch Feierabend. Da habe ich auch keinen Bock mehr. Ja, machen wir das so. Bis zum nächsten Mal, euer Arkus. Auf Wiedersehen. Tschüss, Sikorsky.